im Mastall der Familie van der Linde finden wir Tiere mit einem hohen Gesundheitsstatus und einem hohen Leistungspotenzial. Neben einer Lochplattenzwischendecke und einer Unterspaltenabsaugung befindet sich auch ein HDT-Wirbelstromtauscher im System. Der sorgt für ausreichend Luftrate im Winter und verhindert Temperaturschwankungen und erhöht damit das Leistungspotenzial. Der integrierte Luft-Luft-Wärmetauscher deckt mehr als 80% des Energiebedarfs für die Heizung ab. Unsere modernen LC3-Klimaregler hier als zentrale und gleich als Abteilregler regeln alle Belange des Stalles einschließlich der Wäsche des Tauschers. Hier sehen wir die Wascheinrichtung im Einsatz. Die Düsen werden in einem 90-Sekunden-Rhythmus quer über den Tauscher bewegt. Dadurch werden die Waschintervalle immer auf Teilbereiche verteilt. Und wir haben den Vorteil, dass zum Beispiel jetzt sichtbar auf der abgewandten Seite der Tauscher noch Heizleistung bringt. Der Wärmetauscher und die weiteren Ablaufpunkte sind zentral in der Mitte des Stalles zusammengezogen. Die Einspeisung der Zuluftzwischendecke erfolgt über Außenklappen und im vorgewärmten Betrieb über einen zentralen Zuluftkanal in der Stallmitte. Der Zentralgang ist zugluftfrei. Die abteilspezifisch gesteuerten Außenklappen sorgen dafür, dass schwere Tiere bereits ab einer gewissen Temperatur Luft von außen erhalten und die leichteren Tiere die vorgewärmte Luft vom Wärmetauscher. Dadurch heizen die schweren Tiere im Prinzip die kleinen. Der zugluftfreie Zentralgang sorgt für besseres Treiben der Schweine und gleichzeitig für das Wohlbefinden des Betriebsleiters, der nicht mehr in der Zugluft steht. Sämtliche technischen Anschlüsse sind nach außen verlegt, um eine Korrosion daran zu verhindern. Über eine Zuluftzwischendecke gelangt die Zuluft zugluftfrei in den Tierbereich. Das war dreimal zu, das war genug. Die Einspeisung der Zuluft erfolgt selbstverständlich im ungelochten Bereich der Zwischendecke. Dadurch wird die Verweildauer der Zuluft in der Zwischendecke weiter erhöht. Die Zuluftzwischendecke wird am Ende des Abteils nach außen abgesenkt, um die Einspeisung über die Außeneinspeiseklappen zu ermöglichen. In der Mitte finden wir die Unterspaltenabsaugung, die für trockene Spalten und geringe Schadstoffbelastung für die Tiere sorgt. Unsere LC3-Regler mit ihrer einfachen Bedienoberfläche sorgen für eine leichte Bedienung für den Betreiber. Das Ergebnis all dieser Bemühungen sind ein Stall, in dem sich nicht nur die Tiere wohlfühlen und einen hohen Gesundheitsstatus aufweisen, sondern auch einen Betriebsleiter, der gerne in seinem Stall arbeitet, weil er sich auch wohlfühlt. Hier nochmal der Überblick über den Gesamtbetrieb van der Linde. Wir danken für die Möglichkeit, auf diesem Betrieb diesen kleinen Film drehen zu dürfen. We'll be right back.
Musik.